Ich hatte, wenn wir in Worms kommen, da hatte ich eine Hausbesitzerin. Da waren auch zwei, drei Leute aus meinem Stadt, aus meinem Mann seiner Stadt. Dann hatte ich ein Zimmer gehabt im Dachgeschoss, ohne Heizung, ohne nichts, war ich krank. Oben war ihr ganzes Haus gehörte zu dieser Dame, deutsche Dame. Kam sie, normalerweise kommt das Mädchen, macht das Bett und so weiter. An dem Tag kam sie hoch. Sie hatte Geschäft gehabt unten, Bäckerei. Ich war sehr krank. Ich bin nicht versichert. Ich habe keine Arbeit. Und dann hatte ich wahrscheinlich Fieber gehabt, dann geweint. Hat sie das gehört, kam sie rein, hat sie mich gesehen. Ohne Heizung, ohne Decke, ohne nichts. Sofort runtergerufen. Diese Mädchen war ja, also ihre Haushalt, bringt mir das und das und Heizung und so weiter. Dann hat sie mich nie wieder gelassen. Immer war ich bei ihr in der Wohnung. Sie war mir wie eine Schwester. Wir haben mit mir, wahrscheinlich der Sohn ist irgendwo in Hessen, eine berühmte Anwalt. Und türkisch gekocht, habe ich türkisch gekocht. Sie hat nie Schwein oder sowas gekocht. Sie hat gesagt, wir essen zusammen. Und also ich vergesse nie, ich vergesse nie. Ehrlich gesagt, ich habe in Deutschland nie was Schlimmeres erlebt. Also ich bin wirklich sehr gut von Deutschen aufgenommen.